Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer neuen Single Honest Reaction Review und zwar zum Track 1984 von Slaughter to Prevail. Ich muss ja schon zugeben, ich habe das letzte Slaughter-Album Costolom schon ziemlich gefeiert, weil es mir diesen rohen Oldschool New Metal Slipknot's Iowa Vibe gegeben hat, aber gemischt mit sehr modernem Metalcore, Deathcore. Und es hat einfach an allen Ecken und Kanten geballert. Das tut es nach wie vor noch und ich würde es auch nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich denke, Slaughter to Prevail werden auch in diesem Song wieder uns liefern, was wir so an der Band mögen, was wir hören wollen. Also wir haben wahrscheinlich wieder Demon-Vocals, die man so kennt. Wir bekommen vermutlich Breakdowns, vielleicht Blast-Beats oder was Melodisches, weil ein bisschen Melodie hatten die ja auch und auch teilweise echt guten Clean-Gesang auf dem Album. Vielleicht, was mich persönlich sehr freuen würde, eine Prise New-Metal, weil das war ja auch auf Costolom vertreten. Ich hab Bock drauf, Leute. Ich würde sagen, wir labern jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei. Wir klicken es gleich mal an. Der Track geht 3 Minuten 37, also ist kein langer Track, wird wahrscheinlich. Sparen wir uns das. Wir gucken ihn direkt an. Genug Prognosen. Ich muss es wissen. 3, 2, 1, go. Ausatmen. Okay, Alex hat keine T-Shirts mehr. Okay, der Drummer auch nicht. Nice, nice. Double Bass durchgezogen und die Glocke betont das Riff. Okay, wieder zurück. Okay, okay, okay. Please stop the violence. Ich muss mal den Text angucken. Okay, es ist ein Anti-Krieg-Song. Gut. Boys. Gut. Soll man ja sagen, Pitch-Harmonics sind nicht geil. Ui, fett, Alter. Oh, da kommt was. Ich will den Text gleich mal angucken. Das zerstört einfach schon so ein bisschen irgendwie. Nee, es zerstört einem gar nichts. Essen. Guter Vibe und halt auf mit eurem Dreckskrieg. Okay, Clean Guitar? Jetzt bin ich gespannt. Okay, ist. Wow, das macht mir irgendwie Gänsehaut.
bei Spoiler and Hallo. Okay, das war 1984 von Slaughter to Prevail. Fettes Ding. Geht sehr schnell ab, ist sehr stampfig. Wir haben... Ah, der Text. Alex Terrible hat sogar den Text angepinnt. Das ist schön. Also wir haben... Please stop the violence. Please stop the bloodshed on Earth. Look into the eyes of children who are scared and remember yourself. Please stop the violence. Please stop the bloodshed on earth. My brother, anger will live in memory. Anger will live and prevail. Starkes Statement. Wirklich, wirklich. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr gute Nummer. Eine sehr, sehr gute Nummer. Mega heavy. Und Alex schafft es mit diesem, wo er so pretend sagt. Und auch im Refrain, wenn dieses Please Stop the Violence kommt, mit so einem Please Stop the Violence. Das ist kein Full-on, sondern es ist mehr wie so ein, fast schon ein Chester Bennington-eskes Röhren, was ich ganz geil finde. Was dann auch für mich wieder diese Brücke zum New Metal so ein bisschen schlägt. Hinten raus ist der Track natürlich... Der macht was, womit man nicht rechnet, weil man rechnet natürlich mit, okay, die Band fährt runter, es gibt kleine Gitarren, dann bauen wir wieder auf und es gibt irgendwie so eine kleine Pause und dann Breakdown. Was halt immer so passiert. Passiert hier tatsächlich nicht, finde ich sehr erfrischend, sehr besonders in dem Fall, weil wir haben kleine Gitarren, die so eine verstörende Atmosphäre aufbauen. Alex flüstert zuerst, schreit dann wieder und dann kommt dieses kleine Muster nochmal in voller Band mit super emotionalen, atmosphärischen Keyboards im Hintergrund. Und es hat mir ein bisschen Gänsehaut gemacht. Ich dachte kurz so, okay, wow, ich bin kurz davor. Und dann kommt das Gitarrensolo rein, was nochmal so eine emotionale Komponente obendrauf legt nochmal und das Ganze noch ein bisschen verstärkt. Und dann hatte ich Gänsehaut und es hat mich mega abgeholt. Das ist, also der Track ist für mich tatsächlich... Ja, ich hab Hey You von Disturbed auch eine 1 gegeben. Ich muss eigentlich diesem Track auch eine 1 geben, weil das für mich, der Track beinhaltet für mich alle Elemente, die Slaughter to Prevail ausmachen und fügt dem Ganzen neue Elemente hinzu. Vocalmäßig passieren hier auch neue Sachen, wie erwähnt, im Gesang hier. Vocalmäßig im Gesang. Ist das ein bisschen redundant? Vielleicht. Ihr wisst, was ich meine. Pitch Harmonics im Riff, mega geil, super stampfig. Ultra fett. Der Track ist für mich eine 1. Die textliche Botschaft dahinter kann ich zu 100% unterschreiben und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass eine Band wie Slaughter to Prevail sich da klar positioniert und eine klare Message hier verbreitet. Gerade weil Alex Terrible da ja mal in Vergangenheit mit irgendwelchen rechten Leuten in Verbindung gebracht wurde und ihm so ein bisschen dieser kriegsverherrlicher, gewalttätige Typ, Mensch, das wurde ihm immer so ein bisschen nachgesagt. Ich glaube, viel kommt auch einfach daher, weil er so eine Musik macht und er so auftritt, wie er auftritt. Ich schätze den Mann eigentlich null so ein. Find's gut, dass er jetzt hier so ein Statement ablässt. Und es ist einfach, es ist eine klare Kante, es ist Logo, was hier abgeht, wo sich diese Band positioniert. Und das finde ich wichtig und gut. Dann würde ich sagen, Track 1, Note 1. Ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinseppt, ein Like und ein Abo hier lasst. Dann würde ich sagen, vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr das so möchtet. Adios!